Wir werden es deswegen versuchen, so ein Stückchen weit zu nutzen als ein Forum, in dem wir möglichst versuchen, Schnittstellenthematiken, also Datenübergaben oder Dokumentenübergaben zwischen verschiedenen Prozessen mal ein bisschen darzustellen, um Problembewusstsein zu schaffen. Anschließend hoffe ich, dass wir dann auch noch ein bisschen Zeit haben zu diskutieren. Also bitte sich Fragen aufheben, die jemand in dem Umfeld dann noch hat. Also ich darf mal kurz die Runde vorstellen und ich muss es jetzt in der Tat kurz machen, damit dann die Teilnehmer auch noch drankommen und ich hier nicht nur vorstelle. Ich fange mal von ganz links an. Das ist der Dr. Huber von der Firma SET. SET bekannt im Bereich Dokumentenoptimierung, Sendungsoptimierung und all diese Prozesse drumherum. Damit steht er eigentlich für ein Thema, für die anderen nur peripher noch, sag ich mal, stehen. Die sind eher platziert im vorderen Prozessteil. Die geben uns die Probleme, ja. Also, ja. Er räumt auf, was wir anrichten. Genau, so kann man es auch bezeichnen. Also der nächste ist der Klaus Ganter von der Firma Kühn und Weih. Also dementsprechend Dokumentenerstellung ist dort das Hauptthema, sag ich mal, wenn auch nicht ausschließlich. Und Output-Management. Output-Management steht da auch noch da, ja. Genau. Also insofern sitzt er eigentlich gar nicht so ganz schlecht auf der Übergangsschnittstelle. Als Übergang. Genau. Daneben der Uwe Seltmann von der Firma Icon. Eben, wie ich schon gesagt habe, auch von der Dokumentenerstellungsseite her. Dann neben ihm der Sven Körber von der Firma Legodo, die sich auch eher in Sachen Dokumentenerstellung, aber vielleicht von einer etwas anderen Warte mit dem Thema beschäftigen. Also das Schnittstellenthema werden wir heute ja sicherlich dann auch nochmal ansprechen. Genau. Und zu last but not least, der Hendrik Vogel. Hallo. Der für die Firma Konet hier sitzt und das entsprechende zugehörige Produkt dafür darstellt. Ja, also gehen wir auch mal an der Stelle am besten von der Reihenfolge her durch. Also ich muss jetzt dazu sagen, ihr steht hier oben, welche Rolle hat Output Management? Eigentlich ist das Thema hier ein bisschen verkürzt angeschrieben. Das Ursprüngliche, also so wie es auch im Internet steht, ist, welche Rolle hat Output Management bei der Übergabe von Daten? Wir haben es ja hier in dem Forum hauptsächlich mit dem Thema Shared Content zu tun. Und dementsprechend wollten wir uns und alle Firmen, die hier sitzen, sind auch zugleich Mitglieder des Arbeitskreises Output Solutions vom Bitkom. Wir haben uns also in dem Sinne vorgenommen, durchaus dieses Thema ein Stückchen weit mal aufzuklären und mal zu zeigen, wie denn wirklich Daten und Dokumente zwischen unterschiedlichen Prozessen, also auch außerhalb vom Dokumentmanagement, übergeben werden. Und wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Teil des gesamten Prozesses, das ist die Dokumentenerstellung, die ist ja hier gut vertreten, also da können wir sicherlich ganz viel Informationen kriegen, ist aber auch gar nicht so ganz verkehrt, weil die Dokumentenerstellung ist sicherlich eine der, ich sage mal, Key-Prozesse in Sachen Daten, die man von außen bekommt, um sie entsprechend zu verarbeiten. Also deswegen die Sache oder die Frage geht erstmal in die Richtung. Dokumentenerstellung passiert ja nicht ohne die Daten, die von irgendwo herkommen. Also deswegen wird hier die Frage sein, was sind das für Daten? Wie werden sie übergeben? Von welchen Systemen kommen sie? In welcher Form kommen sie daher? Das sind im Wesentlichen mal so die interessanten Dinge. Auch ein Thema, was hier mit reinspielt, die Metadaten, die in diesen Prozessen in aller Regel auch noch erstellt werden, wo man sich jetzt mal vielleicht als Außenstehender eher fragen könnte, wofür sind die gut? Also deswegen, ich gehe mal jetzt in der Tat einfach hier der Reihenfolge von links nach rechts, also zumindest von unserer Warte aus gesehen, durch und fange mit dem Hendrik Vogel an, dass er uns mal einen kleinen Einblick gibt, also wohlgemerkt bitte kurz, wie sieht es denn aus, also was für Daten, mit was für Daten haben wir es denn da zu tun? Was muss man denn da beachten? Ich meine,
gerade das Produkt Office Bridge. Office Bridge. Ich wollte es nicht in den Mund nehmen. Mache ich gerne. Steht ja jetzt für eine besondere Art von Daten oder Datenaufbereitung. Also dementsprechend einfach mal die Frage, was ist denn das, was da also zu beachten ist? Ja, also ich hatte das ja auch schon gerade kurz vorhin in meinem Vortrag. Also ein wesentlicher Punkt ist es heute in der Dokumentenerstellung, wie kommen die Daten in das Dokument hinein? Und Herr Brömmann hat es ja angesprochen, um welche Daten handelt es sich? Und natürlich, wenn ich an Briefschreibung denke, geht es natürlich in erster Linie mal um Personendaten. Das heißt, das können Adressdaten sein, die dann natürlich auch für den Briefversand benutzt werden. Dazu gehören die Daten des Adressaten selber, natürlich auch die Metadaten für die Steuerung. Wenn ich dann an unsere Office Bridge denke, sind wir da völlig offen. Das heißt, wir schließen uns an nahezu alle gängigen Vorsysteme an. Und ich denke, das ist auch heute das Wichtige, dass man für die unterschiedlichen Systeme dann auch die unterschiedlichen Datenverbindungen zur Verfügung stellt. Das können CRM-Lösungen sein, die vorne dran sitzen. Das können ERP-Lösungen sein. Das kann aber auch genauso gut die persönliche Excel-Datenbank oder das persönliche Adressbuch auf dem Handy sein oder eine Landingpage, die ich irgendwo im Internet habe. Und dann sind wir ja bei den Shared-Daten, die wir eben an unterschiedlicher Stelle erfassen, zur Verfügung stellen, von dort abholen und dann in der Dokumentenerzeugung nutzen. Was dann damit im Folgeprozess passiert, ist dann hinten dran. Genau, das wird jetzt den Rahmen der Diskussion sprengen. Genau. Jetzt fiel mir gerade ein, während er redete, ich übergehe jetzt mal den Herrn Körner von der Reihenfolge her, sondern gehe gleich auf den Uwe Seltmann, um auf ihn sozusagen als letzten von den ersten Vieren zu kommen. Also einfach die Frage genauso weitergebend, was ist jetzt das Besondere, mal aus Sicht von Eiken auch gesehen, im Sinne von Eiken geht dir die Sache etwas anders an als die Konet. Also dementsprechend technologisch anders. Ja, zum einen von der Produktpositionierung her, auch von den Kunden her, hängen wir meistens an sehr großen Partnersystemen, Core-Insurance-Applikationen, Banking-Applikationen dran, die in großen Mengen Daten übergeben oder sehr viele Einzelfälle behandeln. Ich würde aber gerne ein bisschen den Rahmen weiterspannen, end-to-end. Wir haben Daten in einer Anwendung und wir haben einen Leser zum Schluss, nämlich den Kunden. Und die Daten fließen über einen Kanal, in verschiedenen Ausprägungen, aber erst wenn der sie gelesen hat, sind die Daten aus dem Brain der Maschine in den Brain des Menschen gewandert. Alles dazwischen, idealerweise können wir es weglassen, Gott sei Dank nicht, sonst gäbe es uns nicht an der Stelle. Aber diese Diskussion, auf, wie erzeuge ich ein Dokument, welches Medium muss es nachher sein, das Ganze dient immer nur dazu, dass eine Zahl, die ich hier habe, dort ankommt, mehr nicht. Im Moment machen wir das zufällig über Dokumente, weil das eben ist, das ist, was die Leute verstehen. Eine Rechnung, ein Kontoauszug, eine Police. Wobei eine Police zum Beispiel hat natürlich noch einen anderen Sinn, Rechnung auch, nämlich was belegen zu können. Also ich muss irgendwas Persistentes beim Empfänger erzeugen. Aber viele Daten sind auch so flüchtig, ich könnte ihn auch anrufen und sagen, nö, wir zahlen nicht. Fertig. Ne? Da muss ich keinen Brief schreiben, ist vielleicht nicht so nett, aber es würde den gleichen Zweck erfüllen. Das heißt, unsere Aufgabe ist, die Daten, die absolut abstrakt in irgendwelchen Systemen vorhanden sind, aufzugreifen und in eine Form zu bringen, sodass sie zum Schluss im Kopf des Empfängers ankommen oder er sie so ablegen kann, dass er sagt, jawohl, schöne Police, ist okay, dass ich da jedes Jahr 10.000 Euro dafür bezahle. Die liefern ja auch ein schönes Dokument dazu. Das eigentliche Produkt hat er damit nicht in seinem Ordner liegen natürlich. Das ist die Versicherung, das ist was sehr Virtuelles. Insofern ist es für uns das Entscheidende, die Daten aus allen Systemen zu empfangen. Und dazu gehört inzwischen eben nicht nur klassische kodierte Daten dazu aus irgendwelchen Core-Banking-Systemen, sondern auch nicht kodierte Daten. Also ich greife über einen Recherche-Client, der bei uns eingebaut ist, in ein Archiv und ziehe mir den Brief von dem Kunden, den er mir geschrieben hat, raus, markiere da noch was dran und tue ihn in Output und sage, guck lieber Kunde, letzte Woche hast du mir das geschrieben, hier fehlt noch was. Das heißt, die Kommunikation wird flexibler an der Stelle. Es ist nicht mehr nur eine Vorwärtskommunikation, Anwendung erzeugt einen Satz Daten, geht zum Kunden, fertig. Sondern es ist inzwischen angereichert. Das können auch Bilddaten sein, weil er hat ein Foto von seinem Auto geschickt, wie es kaputt ist vorne links, sagt er, er holt sich das Ding mit unserem Client, markiert die Lampe und sagt, du hast vorne links moniert, aber auf dem Bild ist vorne rechts kaputt, erklär mir das. Und das macht er zu einem Brief und schickt es dem Kunden. Das heißt, okay. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir an der Stelle Schluss. Ich fand es sehr schön instruktiv, weil es auch schön gezeigt hat, mit was für Prozessen man dazu zu tun hat. Vielleicht noch gerade den Hinweis, also der Hinweis war ja schon völlig korrekt, die Kommunikation kann sehr, sehr unterschiedlich stattfinden.
und greifen da ineinander, aber dann reden wir in der Tat schon so etwas wie von einer Schnittstelle, weil Output Management ist realiter nicht ein Telefonat, das zählt nicht darunter, sondern es ist immer noch die dokumentbasierte Kommunikation, wobei die natürlich inzwischen alles andere als nur noch auf dem Papier stattfindet und in sehr unterschiedlicher Form. Hier muss ich ganz kurz widersprechen. Es gibt Firmen am Markt, denen gibt man Daten und daraus machen die einen Anruf und sagen, lieber Telekom-Kunde, du schuldest uns noch 70 Euro, zahl die endlich mal. Ja. Die machen Mahnungen per Telefon. Das ist richtig. Also ja, also ich gebe recht, das sind fließende Übergänge und man kann sie an der Stelle wirklich nur noch schwer trennen. Ja. Aber jetzt ist der Klaus Ganter dran, um uns mal noch ein Stückchen weiter zu erzählen über genau diese Schnittstellen, ihre Besonderheiten und was da noch zu berücksichtigen ist. Ich übergebe mal direkt an ihn. Gut, meine Vorredner haben ja schon einiges dazu gesagt. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen natürlich Informationen brauchen, die nicht nur aus Daten, aus Datenbanken resultieren oder aus XML-Files, dann könnten wir letztendlich einen Datenbankabzug zum Kunden schicken oder eine XML-Datei zum Kunden schicken. Da steht die Information steht da vielleicht schon auch drin, aber das muss ja angereichert, hübsch gemacht werden, damit der Mensch das auch verstehen und lesen kann. Und da geht es natürlich schon darum, wie komme ich von einem System zum nächsten. Und wenn ich da nicht offene Schnittstellen habe, jetzt komme ich mal wirklich zum Schnittstellenthema, nicht offene Schnittstellen habe, sondern über proprietäre Schnittstellen rede, dann verhafte ich mich auch meiner Meinung nach zu sehr mit dem Vorsystem oder mit dem Nachsystem, je nachdem aus welcher Perspektive ich das sehe. Und das sollte eben nicht der Fall sein. Man redet heute von serviceorientierten Architekturen, SOA-Konzepte werden implementiert tatsächlich auch und da spielt sowas wie kommuniziere ich von einem System mit dem anderen natürlich eine wesentliche Rolle. Und das sind beispielsweise Webservice-Schnittstellen, ganz State of the Art natürlich, Java-Schnittstellen oder in welche anderen Kommunikationsprozesse, die dann realisiert werden, um zwei Systeme zu verknüpfen, um natürlich Daten von A nach B zu transportieren. Und diese Daten werden dann ja in der Regel vom Schriftgutsystem auch interpretiert, damit da festgestellt wird, welcher Text soll jetzt zu welchem Sachverhalt diesen Kunden, der vielleicht älter 30 weiblich diese Metadaten mitgegeben hat, welcher Text soll denn zu diesem Kunden in das Dokument reingestellt werden? Oder welche Metadaten werden dann vom Nachfolgeprozess denn benötigt? Da müssen wir natürlich mit den Output-Management-Systemen, wie wir ja auch eines haben, reden bzw. daran denken, in dem Moment, wo ich das Dokument layoute, designe, wo ich Daten von einem System zum anderen bringe, muss ich mir schon Gedanken machen, wie schleuse ich das dann durch bis nach ganz hinten, damit eine Poststraße auch die richtigen Markierungen auf ein Dokument bringt oder ganz plump, damit ein Dokument auch aufgrund der Metadaten im Archiv wiedergefunden wird. Denn ich will das Dokument ja wieder finden nachher. Und da muss ich mir natürlich den gesamten Workflow, den gesamten Prozess angucken. Und da spielen zum Teil, je nachdem, wenn ich die Komponenten zusammenstückel, eine ganze Reihe von Systemen mit zusammen oder müssen zusammenspielen. Oder man holt sich eher, letztes Mal haben wir über Generalisten und Individualisten gesprochen, man holt sich vielleicht eher einen Generalist ins Haus, der schon ein paar Probleme, Anforderungen, sage ich jetzt mal, gelöst hat und nicht ganz so viele Systeme miteinander kommunizieren müssen. Aber die Aufgabenstellung, die haben wir, das ist ganz klar. Gut, prima. Also mein Kompliment, also wir kriegen hier so richtig arbeitskreismäßig das Thema von vorne bis hinten durch. Also es war jetzt mal auch ein guter Exkurs in Sachen Metadaten, die aus dem Dokumentenerstellungsprozess kommen müssen. Ich würde jetzt gerne mal den Übergang machen in das, was auch schon vorhin vom Uwe Seltmann angesprochen wurde. Die Kommunikation vom Kunden sieht ja an der Stelle ein bisschen differenzierter mittlerweile aus. Früher war es wirklich im Wesentlichen rein ausgedruckter Form. Diesmal, also das heißt, wir sind jetzt in Zeiten, da reden wir plötzlich mit, ich wollte schon fast sagen Teenies, mit Facebook auch mal zurechtkommen, aber schon mit E-Mails eigentlich fast nichts mehr zu tun haben. Also in dem Sinne mal kurzen Aufriss, was sollte man an der Stelle mit beachten? Genau, also ich kann den Vorrednern in allen Punkten zustimmen. Die Daten über die Kunden liegen da, wo sie liegen. Die Systeme wurden alle genannt. Was man aber, glaube ich, dem Publikum noch mitgeben sollte, ist, dass diese Daten
nicht immer nur in einem Dokument enden müssen, das der Kunde die liest. Wenn ich das Beispiel nehme, der Herr vorne in der blau-grünen Krawatte, wenn Sie sich beschweren würden bei Ihrem Telekommunikationsanbieter, weil irgendetwas mit der Rechnung nicht stimmt und Sie ein Komplettpaket bei diesem Anbieter haben, wie das bei unseren Kunden auch der Fall ist, dann haben Sie da auch ein Fernsehangebot und alles Mögliche dabei. Während Sie mit der Hotline telefonieren und sagen, die Rechnung stimmt nicht, können die das prüfen? Ich habe ein Beispiel, ich zeige es Ihnen. Das ist aber kein deutscher Anbieter. Und kann dann, die sehen eben auch, dass sie den Fernseher anhaben. Und dann sind wir beim Thema Kanal. Es muss ja nicht Facebook oder etwas anderes sein, sondern dann kommt die Frage, stehen Sie vor Ihrem Fernseher, weil dass er an ist, das sehe ich. Und dann sagen Sie ja, und sagen Sie gut, dann zeige ich es Ihnen kurz, was in der Rechnung schiefgelaufen ist oder vielleicht eben auch nicht. Das heißt, das Thema Daten, die wir in den Systemen haben, die müssen wir dem Kunden irgendwie näher bringen. Aber auf was für eine Art und Weise entscheidet heute der Kunde? Früher gab es gar keine Auswahl, es war klar, es gibt ein Stück Papier. Heute kommen eben die Jungen über Facebook und Co. Darüber wird eine Standardanfrage gestellt. Ja. Ein 19-Jähriger wird sich im Schnitt nicht mit einem Brief beschweren, er wird auch selten anrufen. Wenn es aber eine Facebook-Seite dazu gibt, dann beschwere ich mich da. Ja. Das ist auch ein Thema, wo wir uns nachher im Vortrag noch mit beschäftigen werden, um 14.30 Uhr. Und ich denke, das ist wichtig, weil diese Leute kommen und das sind die Kunden von morgen. Ja, also kann man jetzt sagen, fast für die Output-Menschen, also die Outputler, wie wir sie hier sind, ein gutes Phänomen, dass es die Jugend den Schritt über das Telefonat übergeht und damit wieder Kunde auf andere Weise wird. Das ist richtig, ja. Wenn ich meine Neffen frage, was ist E-Mail, dann sagen die, das ist das altmodische Zeug, was man einmal im Leben braucht, um ein Facebook-Passwort zu bekommen. Ja, wirklich, ganz genau. Kein Witz. Genau. Das ist so. Ja, genau. Also so sind die Zeiten an der Stelle, wobei das, glaube ich, jetzt auch nicht dafür stehen sollte, dass das dann immer so bleibt und dass Facebook jetzt die allergeeignetste Plattform für solche Kommunikation wäre. Aber ich glaube, das ist auch so richtig rausgekommen. Ich würde jetzt gerne den Übergang machen in Sachen Dokumenten- und Sendungsoptimierung. Und dabei habe ich Dr. Bernd Huber im Auge, der an der Stelle eben eher auf dieser Seite mit seinen Produkten sitzt und dort mit entsprechenden Daten und Dokumenten umgehen soll. Deswegen wäre es jetzt mal ganz schön, an der Stelle zu hören, wie sieht es denn da überhaupt mit Übergabe und Metadaten und dergleichen aus? Was muss man denn da eigentlich als Kunde berücksichtigen? Genau. Ja, mache ich gerne. Ich würde vielleicht am Anfang kurz schildern, die Situation, die wir hier haben, die ist typisch für unsere Problemstellung. Die Bereiche, die vor uns liegen, ist unglaublich kompliziert, dauert ewig. Und wir müssen es jetzt schaffen, diese entsprechenden Dokumente, diese Art der Kommunikation zu einem festen Zeitpunkt beim Kunden zu haben, nämlich die Rechnung muss an dem Tag sein. Davon hängen natürlich Dinge ab, wann kann gemahnt werden, wann ist das Geld auf dem Konto. Also genau das Problem, was wir hier haben, haben wir auch und sicher zum Teil auch mit Ihrem Produkt. Die Kernfrage ist ja im Grunde, Metadaten hatten wir auch nochmal. Vielleicht nochmal ganz kurz, ist schon angedeutet worden, wozu dienen eigentlich Metadaten? Man hat natürlich auf der einen Seite die Informationen, die Daten, die das Dokument als solches gestalten, die Informationen darüber bringen. Was aber für den Prozess insgesamt eigentlich gerade für uns natürlich das noch viel Wichtigere ist, aus welchem System, aus welcher Anwendung kommt eigentlich dieses Dokument? Das ist mit Metadaten, also über den Dokumenteninhalten gemeint. Wer ist eigentlich der Adressat? Über welchen Zustellkanal soll er das bekommen? Physikalisch, elektronisch, die E-Mail, E-Postbrief und was es dort noch alles gibt. Auf welchem Drucker soll das laufen? Farbe schwarz-weiß, Vorder- und Rückseite. Also ich könnte jetzt noch 3 Minuten, einfach nur das ein Bild bekommen. Also im Grunde wirklich eigentlich die Intelligenz, wie ein entsprechendes Dokument von wem wohin auch geht, über welchen Weg, das ist die Aufgabe von Metadaten. Und das ist im Kern auch unsere Aufgabenstellung, das gemeinsam hier zu handeln. Das heißt, wir bekommen schon etliches der Metadaten aus den vorgelagerten Bereichen. Andere Dinge werden erst später definiert, auch zum Teil von uns, und werden dann in den Druckdatenstrom hineingespielt. Da gibt es verschiedene Konzepte. Ich denke, was eigentlich jetzt beim Blick auf Zukunft entscheidend ist, durch die immer zunehmende Komplexität dieses Prozesses. Jetzt einfach nur, früher war klar, die Telefonrechnung war per Brief im Briefkasten. Heute die meisten, glaube ich, in bestimmten Bereichen ist schon 70% elektronisch. Da die Problematik aber zu handeln, na gut, dann hat er jetzt plötzlich den Google-Account und dann wechselt er, was weiß ich, plötzlich zu einem anderen Account oder geht von der E-Mail. Das muss alles im Prozess abgebildet. Das heißt, diese gesamte Intelligenz ist auch veränderbar und das alles in einer Softwarestruktur abzubilden. Und ich denke, das machen wir mit unserer POSI-Struktur, heißt natürlich, diese Metadaten über den Prozess A zu steuern, aber auch die Möglichkeit über die ganzen Schritte, also
erstelltes Dokument kommt in den Prozess, muss auf den Drucker, muss auf die Kuvertieranlage, muss zugestellt werden, da auch noch die Möglichkeit haben, die zu verändern im Prozess. Das ist eigentlich die Kur und die Kunst, wie wir es machen. Und dafür ist eigentlich die Kernlogik, und da bin ich auch gleich durch, dass ich meine 2,75 Minuten auch einhalte, da ist unsere Kernlogik sozusagen einen Container mitlaufen zu lassen im Sinne eines Job- und Dokumententickets, der im Grunde den Prozess begleitet und immer die Information auch gibt, so ist es jetzt in den richtigen Zustellkanal, ist es gedruckt, ist es nicht gedruckt, ist es kuvertiert oder nicht, oder ist plötzlich jemand eingefallen, halt, das darf ja gar nicht kuvertiert, wenn wir haben ja einen Fehler drin, kann ich alles wieder rausnehmen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Intelligenz, die wir mittels Metadaten machen und eigentlich mit dem POSI ganz erfolgreich. Vielen Dank. Das, ich finde, hat jetzt eigentlich schon mal schön gezeigt, was so ein bisschen der Unterschied ist zwischen Briefschreibung, die man im Office-Produkt irgendwo macht und dann selbst eintütet und zur Post bringt. Also sprich, Output-Management ist halt einfach deutlich mehr als nur reine Dokumentenerstellung, wobei wir ja schon gelernt haben, dass die schon kompliziert genug ist. Es hängt da hinten dran noch verdammt viel mehr, was auch viel gesteuert sein muss. Und aus den Dokumenten kommen ja wieder viele Dokumente zurück. Auch da, ich denke, da werden wir noch kurz drauf kommen. Dann gleich, Thema, genau. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Auch das muss intelligent gemanagt werden. Natürlich. Absolut. Ne? Und deswegen, wer mal in ein Druckrechenzentrum kommt und da guckt, der wird da etwas andere Drucker sehen als die kleinen niedlichen Geräte, die man so als Multifunktionsgeräte kennt, die sich übrigens auch jetzt nicht zu Unrecht Output Management nennen, nur eben ein anderes Gebiet erstmal. Sondern das sind hier teilweise richtig große Rollendrucker, wo man die entsprechenden Papierrollen auch nicht mehr von Hand einsetzt, sondern eher mit dem Gabelstapler. Gut, jetzt haben wir nur noch gerade so etwa 5 Minuten, knapp. Die werden wir jetzt ganz kurz durchschreiten, so nach dem Motto, wie schon Herr Huber gerade richtig angesprochen hat. Es ist ja so, wenn man von der Übergabe von Daten redet, kommen wir sehr schnell zu der Stelle, die fertigen Dokumente landen irgendwann im Briefkasten, also sowohl elektronisch wie auch im wirklichen physischen Briefkasten. Damit ist der Prozess scheinbar zu Ende, aber nur scheinbar. Zumal wenn er bei irgendwelchen Firmen wieder aufschlägt in der Post, weil dann gilt es, die weiter zu verarbeiten. Und das Thema würde ich ganz gerne mal, wie gesagt, mit kurzen Statements ansprechen. Was ist denn jetzt an der Stelle an Optimierungspotenzial zu berücksichtigen, weil da haben wir es ja mit den Brüdern zu tun, die eher mit Dokumentenmanagement, Inputmanagement und wie sich das alles schimpft, zu tun haben. Also jetzt fangen wir mal wieder hier vorne an. Ja, also ein Thema, was wir ja im Arbeitskreis auch schon des Häufigeren diskutiert haben, Schlagwort Input meets Output, Output meets Input, der Kreis schließt sich. Natürlich ist es so, dass es mit dem zugestellten Schreiben nicht endet. Es gibt verschiedene Mechanismen, mit denen man die Metadaten, die wir auf elektronischem Wege mit dem Dokument in den Printkanal hineinsteuern, natürlich auch auf dem Dokument in Form eines 2D-Codes etc. mit transportiert, die dann, wenn das Antwortschreiben zurückgeliefert wird, eben wieder ausgelesen wird. Aber das ist, glaube ich, schon wieder nur ein ganz kleiner Teilbereich, denn wer antwortet heutzutage schon zwingend auf ein Antwortschreiben, selbst mit beigelegtem Freiumschlag, in Form von einem Schreiben? Ja, also wenn meine Versicherung mich anfragt, ich soll doch mal den Kilometerstand mitteilen, damit sie berechnen können, ob ich noch in der richtigen Tarifierung bin, und ich soll das Antwortschreiben benutzen, ist das allererste, was ich mache, ich gehe ins Internet auf mein Portal, wo sowieso meine ganzen Daten sind, und werde dort mein Antwortschreiben oder mein Antwortstatement in dem Fall abgeben. Das heißt, wir haben es hier zukünftig mit einer komplexen, heterogenen Medienwelt zu tun. Der eine antwortet mit Papier, der andere mit Mail. Es gibt viele, die jetzt wie gerade bei dem Facebook-Account, um Gottes Willen, schickt mir meine Rechnung nicht per Mail, weil die finde ich sowieso nicht wieder, wenn ich sie brauche für meine Steuer. Stell sie mir in ein Portal, wo ich sie mir zum richtigen Zeitpunkt abholen kann. Also es gibt hier ganz viele Bereiche, ja, die Zeit ist rum. Ich will nur zeigen, dass da also auch genauso in dem Bereich Input wieder sich ein komplexer Kreis schließt. Ja, also ich gebe mal gleich an Herrn Körner weiter. Man lernt ja ein Stückchen weit jetzt schon aus der Aussage, also jetzt ein Brief rückschreiben ist bei sowas ja nur nicht wirklich das Ideale. Welche Probleme oder wie löst man sowas geschickterweise? Ja, Probleme sehe ich da gar nicht so groß. Ich meine, es gibt Prozesse, wo es einfach so sein muss, wo ich auch mit einem Brief vielleicht sogar antworten muss wegen der Rechtssicherheit, wenn ich nicht die E-Mail nutzen darf. Was wir aber, glaube ich, beachten sollten für die Kunden, und das ist etwas, was jetzt erst geht, was früher eben nicht drin war, ist zu sagen, wir haben in dem Fall, wie Sie erwähnten, eine Art Diskussion mit dem Kunden. Aber in vielen Dokumenten, die wir heute noch produzieren,
wollen wir gar keine Diskussion mit dem Kunden. Und die Frage ist, ob es bei Produkten, von denen es inzwischen Stromanbieter, ist eine Sache, ist auswechselbar, das Logo sieht anders aus, es ist dasselbe Strom. Wie kann ich mich unterscheiden von meinen anderen Anbietern, indem ich mit dem Kunden in eine Diskussion trete? Die Firmen, die das heute schon gut machen, die haben ein gutes Image und die Kunden sind auch zufrieden. Und wenn es dann 3 Cent mehr kostet, ist mir das egal. Also würde ich mal fast zusammenfassen, ein Plädoyer für möglichst freundliche Rechnungen. So ein bisschen das in die Richtung gehen. Rechnung, ja, ganz genau. Also jetzt, es war ein bisschen scherzhaft zusammengefasst. Ja. Uwe. Ja, ich möchte mal auf das Thema Metadaten und Folgeprozesse kurz eingehen. Wir haben ja gesagt, wir können Metadaten mitgeben, die Versandsteuern zum Beispiel. Der Brief, zumindest wenn er elektronisch vorliegt, kann ja die Metadaten auch weitertragen zum Empfänger. Das heißt, was wir uns vorstellen, deswegen haben wir uns auch an einer Firma beteiligt, die sich mit dem Thema elektronischer Briefkasten beschäftigt, ist, dass der Workflow beim Kunden weitergeht. Ich kann dem Kunden ja sagen, diese E-Mail ist eine Rechnung. Und dann liegt die bei ihm in einem Rechnungsordner elektronisch in einem Briefportal und nicht irgendwo mit den anderen Dokumenten. Bis hin dazu, dass man sagen können, ja, dann kann ich natürlich auch über ECM-Techniken das Fälligkeitsdatum ausfinden und dem Kunden in den Google-Kalender gleich reinschreiben, wann er es zahlen muss. Soweit gehen, dass er automatisch zahlt, geht wahrscheinlich keiner. Aber zumindest, dass er einen Reminder dafür bekommt. Das heißt, wenn ich mit Metadaten gut umgehen kann und das Ganze ohne Medienbruch mache, durch elektronische Briefkästen, der, von dem ich rede, ist von der Output AG, nicht der E-Mail oder E-Postbrief, dann kann ich das Thema weitertreiben, bis, also unsere Vision ist ECM für Deutschland in der Cloud für jeden Endkunden. Und dann muss ich Metadaten haben, sonst funktioniert das nicht. Ne? Also ich nehme es mal jetzt so auf, irgendwie möchte im ersten Moment einem das ja fast ein bisschen widersinnig erscheinen, dass man eine komplizierte Rechnung erstellt, die nachher abgebucht wird, wenn sie denn abgebucht wird. Warum passiert denn das alles? Das gebe ich mal jetzt an die beiden anderen weiter, beziehungsweise warum muss man damit so umgehen? Ja, die Frage ist, wieso haben wir bisher hunderte von Jahren im Prinzip Informationen kaputt gemacht, gerade jetzt im IT-Zeitalter in den letzten 20 Jahren, wieso haben wir die Informationen kaputt gemacht, die wir digital ja vorliegen hatten? In dem Moment, wo wir ein Dokument produziert, ausgedruckt haben, wurde die Information im Prinzip vernichtet. Die ist kaputt, Metadaten waren weg, alles, was dann auf dem Brief stand, wurde beim Posteingang gegebenenfalls liebevoll gescannt, OCR erkannt, wieder die Daten extrahiert. Man hat versucht, da intelligent wieder irgendwas rauszufinden, um das im Prozess weiter zu verwenden. Wir sind zum Glück jetzt in einer Zeit, wo all das nicht mehr wirklich notwendig ist. Und diese Chance sollten wir natürlich auch nutzen. Wenn ich Dokumente klassischerweise wirklich noch verschicken muss, aufgrund Rechtssicherheit oder ähnlicher Geschichten, da nutzen ja viele auch schon 2D-Barcodes, QR-Codes, um Daten für den Rücklauf auslesbar zu machen und den Nachfolgesystem wieder zur Verfügung zu stellen. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Das muss weitergehen, das wird auch weitergehen, das ist ganz klar. Ob man dann als Zwischenschritt vielleicht noch elektronische Formulare verwendet, die man als PDF oder sonst irgendwo ausfüllen kann, damit Folgeprozesse das wieder einlesen können, das ist irgendwo ein Zwischenschritt. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Welt dahin geht, dass all das, was wir heute tun, was wir in vielen Fällen noch analog tun, natürlich digitalisiert wird. Ja. Und auf dem Weg befinden wir uns gerade. Super, also, Chance. Ja, danke. Kurzer Hinweis, auch übrigens das Thema Formulare, das wird also auch auf der nächsten DMS ein großes Thema werden. Also ist, glaube ich, schon eins, was wir auch mal im Hinterkopf behalten sollten. Aber jetzt übergebe ich mal damit auch das Schlusswort. Das überlasse ich Ihnen wieder. Wir sind ja bei der Wissen von dem Thema physikalisch-elektronisch, aber die Frage war ja auch Output-Input, wie kann man das handeln? Ich will einfach nur einen einzigen Aspekt hier nochmal beleuchten. Um überhaupt über das Thema Input in bestimmten Dingen reden zu können, ist ja in bestimmten Situationen wichtig, dass ein Unternehmen, eine Organisation überhaupt nachweisen kann, dieses Dokument ist eigentlich zugestellt. Weil es gibt nicht wenige, die manchmal sagen, die Rechnung habe ich doch gar nicht bekommen, Mahnung habe ich auch nicht bekommen. Und da ist natürlich in diesem Sinne, und das ist die Voraussetzung, dass der KSI schließt, dass man nachweisen kann, sind die entsprechenden Dokumente zugestellt. Natürlich sowohl im physikalischen Bereich, das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe, die wir übernehmen. Und dass dann, wenn der Kunde anruft bei einem Callcenter, wo auch immer, auch
genau gewusst wird, welches Dokument hat denn der bekommen, wenn der davon spricht, auf Seite 2 oder sagt, hier auf meinem Bildschirm ist ja elektronisch zugestellt worden, das ist dort. Also es sind auch ganz wichtige, erstmal die ersten Aufgabenstellungen mittels Metadaten auch wieder identifizieren zu können, wann ist im Grunde das Dokument auch rausgegangen, wo im Archiv ist es und dann nachzuweisen, man redet vom gleichen Dokument. Also das sind manchmal diese einfachen Dinge, wo es heute auch nochmal manchmal auch dran scheitern kann. Ja, vielen Dank. Damit müssen wir jetzt auch dann schon leider aufhören. Also man merkt, hier haben wir viele Aspekte, die könnte man durchaus ganz weit ausführen und weiter diskutieren. Ich denke, es war ein schöner Querschnitt, der mal gezeigt hat, dass diese Welt des Output-Managements immer weniger ein Thema ist, das nur innerhalb des eigenen Kreises zu lösen ist, sondern wo immer mehr Interfaces zu anderen nötig sind. Und die Mitglieder, die hier sitzen, sind alle, wie gesagt, auch im Arbeitskreis Output Solutions und handhaben das dort genauso. Also deswegen herzlichen Dank für diese Diskussion.